So, willkommen zurück zu Mario 64 für den DS. Gut, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, hier im Vulkan fehlen ja noch 100 Münzen. Die müssen wir noch holen. Und das kann ja ein bisschen tricky werden, denn ja, ich habe mich ja im Vulkan teils ein bisschen brich angestellt. Aber ich hoffe mal trotzdem, dass wir schaffen, die 100 Münzen zu bekommen. Ich brauche die Bullies nicht groß, weil die geben sowieso nur eine Münze. Oh, das war knapp. Das war gerade sehr knapp. Ich habe es, glaube ich, damals so gemacht, dass ich erst draußen alle Münzen geholt habe und dann im Vulkan. Ich hoffe mal, das gilt sich aus. Ich hoffe echt, das gilt sich aus. So. Hier müssen wir auch noch ein paar Münzen holen. Was war das gerade, Mario? So. So weit, so gut. Oh Mann, nein! Scheiße. Das darf natürlich nicht passieren. Genau das. Och Mario, du Lost! Ja. So viel zum ersten Versuch. Oh, scheiß Feuerbälle. Das Auge ist wichtig, weil bei dem Auge bekommen wir natürlich blaue Münzen und die sind wichtig. Och man, jetzt reicht's nicht. Lass in Ruhe. Ich lass in Ruhe. So, diesmal aufpassen, wo die entlang latschen. Na komm, sei verwirrt. Danke. Diese Münze brauche ich. Es gab nämlich gerade schön viele. Oh, gut, nochmal abgebremst. Keine zu gewagten Kunststückchen machen, Mario. Oh, gut. Tschüss, Mann! Oh, du Mistvieh! Ich bin, glaube ich, weg hier. Oh, Mann, Mario!
ich brauche die Münzen unbedingt jetzt. Okay, und die Münzen brauche ich da auch auf jeden Fall. Angelegenheit. So, die Münzen hier sind auch ganz wichtig. So, ein paar fehlen noch. Aber vorne ist ein Auge. Das gibt noch eine ganze Menge Münzen. So, das habe ich gebraucht. Sind dort. Könnte ich mir eigentlich holen. Jetzt bitte rutsch nicht runter, Mario. Ich könnte. Nein! Das war ein Fehler, sich da zu ducken. Wenn jetzt nicht schief geht, dann kann ich das schaffen. Ah, ich warte lieber, bis das Ding aus ist. Und springen. Nein, nein, nicht jetzt. Nicht jetzt drehen. Nicht jetzt drehen. Oh, danke. Du hast noch Münzen gesammelt. Das Schloss wird dich mit mehr Kraft versorgen. Willst du speichern? Ja. So. Ich glaube, das waren jetzt hier alle. Bei diesem Kurs. Warte mal gucken. Lava Lagune, ja, das waren jetzt alle dort. Gut. Das hätten wir geschafft. Dann können wir jetzt im nächsten Gebiet vordringen. Läuft gut. Ich habe gedacht, ich muss nochmal in den Vulkan rein, aber das blieb mir zum Glück erspart. Wo ging es jetzt zu der Mine rein?
Ja, hier ist das nächste Level. Ach, die Wubi-Baba-Wüste, genau. Das gab es ja auch noch. Ich habe ganz böse Erinnerungen an das Level. Ich habe dort ganz böse Erinnerungen an das Level. Ja, aber ich bin beim LP zu Mario 64 nämlich meine Mütze verloren. Und wenn man die verliert, dann kassiert man richtig bösen Schaden. Danke, du scheiß Wirbelsturm. Der blöder Geier. Im Prinzip muss ich jetzt noch mit den Stern greifen. Den der Geier da schön fallen gelassen hat. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Schon sagen, fliegt Mario. So. Oben in der Pyramide gibt es auch einen Stern zu holen. Und die roten Münzen natürlich. So, natürlich speichern. Auf zum nächsten Stern. Ja, das war der, den wir gerade gesehen haben, in der Spitze der Pyramide. Mario, schwebt doch oder fliegt doch richtig, Mensch. Komm, jetzt fliegt genau dahin. Perfekt. Perfekt. Auf zum nächsten Stern. So. Wegreise in der Pyramide. Ich glaube, das mache ich später. Ich kümmere mich erstmal um meinen anderen Stern. Ihr habt doch bestimmt diese Säulen schon bemerkt, auf denen wir gelandet sind. Ich müsste es schaffen, auf jeder von diesen Säulen zu landen. Gleich Nummer 3. Und 4. Ja. Dann geht nämlich das Dach der Pyramide weg. Und wir kommen von oben rein.
weiß nicht, was da drin war. Ach, ich glaube, ich ahne, was dann kam. Und zwar nur mit Mario. Wer schreitet dort? Bricht die Siegel weg Vergangenes. Wir passen das Licht, Polter, wir hassen Eindringlinge. Kämpfe Hand in Hand. Ja, sozusagen ein kleiner Miniboss. Wenn man so will, müssen seine Hand treffen. Sehr, sehr einfacher Boss, wollte ich schon sagen, wenn er mich nicht runterschubst. Und schon mal einer kaputt. Du schubst mich nicht runter, Freundchen. Tschüss. Was ist passiert? Wir zerfielen wie Stein zu Sand. Du bist stark. Du bist der Herr der Pyramiden. Für heute nimm diesen Powerstern. Wir schlafen in der Marmor der Dunkelheit. Sauber. Damit finden wir auch diesen Stern. Wir werden auch gleich sehen, was für ein Stern das gewesen wäre. Vier Säulen und das Gleichgewicht geschafft. Vier Säulen und das Gleichgewicht geschafft. So. Als nächstes kümmere ich mich mal um die 8 roten Münzen. Ich möchte nämlich erstmal dafür sorgen, dass alle roten Münzen draußen gefunden sind. Fangen wir mit den Münzen an, die in der Luft schweben. So, inzwischen möchte ich mal die Kappe erneuern. Natürlich auch treffen die Münzen. Oh, lucky. Ich erinnere mich an diesen Shy Guy, der mir viel, viel Ärger gemacht hat damals. Viel, viel Ärger. Ich werde das jetzt schön Stück für Stück machen. Schön Stück für Stück die Münzen krallen. Die roten Münzen sind alle übrigens draußen. Da ist keiner irgendwie drin versteckt. Ich glaube, hier drüben war noch eine. Ich glaube, da ist war knapp. Vorne ist er nämlich.
so knapp. Jetzt aber fix. So, damit haben wir schon mal 4 der roten Münzen. Das war ein Volltreffer. Danke, Bomb-Omp. So, die Münze da vorne ist ein bisschen schwierig, da die auf einem ganz schmalen Grat wandelt. So, na wohl. Gut, wir haben es geschafft. Fehlen nur noch 3. Okay, fehlen noch 2. Eine ist bestimmt hier. So, bei denen im Prinzip einfach nur merken, wo man quasi nicht zerquetscht wird, wie zum Beispiel hier. Aufpassen, dass man nicht vom Treibsand erwischt wird. Okay, da vorne ist eine. Was gibt's hier? Obwohl, warum nicht? Nein! Och Mario, du Vollidiot! Gut. So viel dazu. Zu den 8 roten Münzen hier. Leider mit nichts mehr geworden, weil Mario sich so dämlich angestellt hat. Naja, gut. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.